Falls du Konzerte und Festivals liebst und gerne unter Menschen bist, dann ist das hier vielleicht was für dich. Es gibt Menschen, die sich zum Job gemacht haben, auf Festivals zu sein, die zu organisieren, sich zu überlegen, ey, wie sieht das eigentlich alles aus? Salome macht das und wird uns jetzt mal zeigen, wie das aussieht. Wenn ein Raum zu einem Wir wird, so dieses Gefühl, wir alle, Bühne, Publikum, der Mann an der Bar, also keiner ausgeschlossen, dann finde ich, ist es der perfekte Tag, das perfekte Konzert. Wenn dann die Kasse noch stimmt. Ich bin Salome, ich komme aus Hamburg, ich arbeite als Veranstalterin und Musikmanagerin. Du hast einen Kalender und du kriegst eine Anfrage von Künstler XY oder seiner Agentur, ist das Grünspan an dem und dem Tag frei, als Beispiel. Und sagst du ja, und dann kommen die irgendwann. Nachmittags ist dann da der Soundcheck, was schon cool ist und was so eine ganz eigene Atmosphäre hat. Und abends, ne, du weißt genau, wie viele Tickets muss ich verkaufen, damit dieser Abend sich rechnet. Und dann guckst du, da ist da noch eine kleine Schlange draußen und so. Und im Zweifel findest du das Konzert dann auch noch super. Am Ende stellst du eine Show auf die Bühne, die sich andere angucken, für die sie auch Geld bezahlen. So, du solltest lieben, was du tust. Du bist auf der einen Seite die ganze Zeit dann beschäftigt, das Konzept zu verfeinern, zu gucken, wo soll die Reise eigentlich hingehen. Das sind einfach Calls. Reden, reden, reden. Das Sponsoring. Versuchst Leute anzurufen, könnt ihr unterstützen. Das ist so der nächste Punkt. Dann geht es um die Künstlerakquise. Das heißt, Künstler, die entweder schon mal dabei waren, zu fragen oder zu gucken, wen hätten wir gerne noch dabei. Wer braucht auch gerade Fläche? So anschreiben mit dem Management-Deal, mit den Agenturen-Deal. Dann den Überblick behalten. Social-Media-Content-Pläne schreiben und. Also quer. Du musst echt Durchhaltevermögen haben. Du solltest einen guten Umgang mit Menschen haben. Es gibt auch unfreundliche Künstler, es gibt ganz tolle Künstler. Also da ist ja auch alles dabei und du musst einfach alles handeln können. Dann solltest du im besten Fall mit Zahlen umgehen können. Also eine Veranstaltung muss sich am Ende rechnen. Es ist kein 9-to-5-Job. Du bereitest tagsüber Sachen vor und dann hast du abends die Show. Und das sind die Momente, wo du dich fragst, so, ich habe 3 Wochen nicht wirklich geschlafen, ich bin im Arsch. Und hinter mir türmt sich immer mehr auf. Warum eigentlich? Und dann denke ich so, ist ja eigentlich am Ende nur Musik. Also lohnt sich das, sich dafür so kaputt zu machen? Das ist es dann. Du kannst ganz klassisch Veranstaltungskaufmann, Kauffrau lernen. Pop-Akademie und so weiter, die haben auch diesen Bereich mit drin. Du kannst aber auch dich als Praktikant erstmal bei einer Booking-Agentur bewerben. Einfach, um schon mal so ein bisschen dabei zu sein. Also einfach zu sagen, so, ich bin schon mal da, ich fange an zu sehen, was sind eigentlich die gesamten Gewerke, um mir mal so einen Blick zu verschaffen, was ist das eigentlich alles? Ja, es macht Sinn, die Ausbildung zu haben, weil mehr Wissen nicht schadet. Aber ich halte mich in vielen Punkten für mutiger, weil ich kreativ an Dinge rangegangen bin, die ich durch den klassischen Weg wahrscheinlich nicht gehabt hätte. Also ich glaube, alles ist toll, weil Musik auch toll ist. Veranstalten kann man also hauptberuflich, aber auch nebenbei, wie Salome. Falls du dir das vorstellen kannst, dann kannst du einfach mal hier unten in der Infobox schauen. Und ansonsten, ey, wir haben eine ganze Videoreihe voller toller Berufe. Schau einfach mal rein.